وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ist der Ton so in Ordnung? Okay. Wir machen weiter, inshallah ta'ala, mit den Geboten der Muslime. Und zwar haben wir das letzte Mal über die Arten des Wassers gesprochen. Und nun geht es weiter mit dem nächsten Kapitel im Fiqh. Und das ist das Kapitel über die Gefäße. Denn das Wasser wird in einem Gefäß gehalten und aus diesem Gefäß machen wir dann Wudu. Und deswegen haben die Gelehrten das Kapitel der Gefäße nach dem Kapitel des Wassers aufgezählt. Und zwar geht es hier um die Frage, welche Gefäße dürfen wir benutzen, um Wudu zu machen. Denn Gefäße sind aus unterschiedlichem Material. Es gibt Gefäße aus Gold, Gefäße aus Silber, Gefäße aus Porzellan, Gefäße aus Leder und deswegen Gefäße aus Holz. Und deswegen ist die Frage, welche Gefäße dürfen wir benutzen und welche nicht. Und dieses Thema behandelt nicht nur die Frage des Wudu, sondern auch die Frage der Nutzung der Gefäße für andere Aspekte. Ja, darf man daraus essen, darf man diese Sachen benutzen. Und deswegen ist dieses Thema nicht nur ein Thema für die Reinheit, im Kapitel der Reinheit, sondern auch für andere Fragestellungen, wie wir inshallah ta'ala gleich sehen werden. Und zwar grundsätzlich gilt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles erlaubt und deswegen gibt es die Regel, alles ist grundsätzlich halal, solange es keinen Beweis gibt aus Koran und Sunna, dass es haram ist. Im Gegensatz zur Regel bei den Gottesdiensten. Da gilt die Regel, grundsätzlich darf ich nichts als Gottesdienst umsetzen, außer es ist belegt aus Koran und Sunna. Das heißt, bei der Ibadah darf ich erst was tun, wenn es in Koran und Sunna erwähnt wurde. Und bei den weltlichen Angelegenheiten gilt, ich darf alles tun, bis ein Hadith, eine Ayah kommt, die erklärt, dass es eben haram ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Er ist derjenige, der euch alles, was auf der Erde ist, erschaffen hat. Also er hat es für euch erschaffen und zwar alles. Und das bedeutet eben, dass alles erlaubt ist und dass man alles benutzen darf auf der Erde. Ausnahme, wenn etwas verboten wird, Schweinefleisch, Alkohol, Zinsen und so weiter und so fort. Kommen wir nun zu den Gefäßen. Und zwar gilt, Gefäße aus Gold und Silber sind für das Essen und Trinken verboten. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Ja, Frauen dürfen den Schmuck tragen, Gold- und Silberschmuck, aber sie dürfen nicht aus Goldgefäßen oder Silbergefäßen essen oder trinken. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, trinkt nicht aus Gefäßen aus Gold und Silber und esst nicht daraus. Denn diese sind für sie in der Dunya und für euch in der Akhira. Das bedeutet also, es ist für die Nicht-Muslime, also sie benutzen das in der Dunya, dafür werden sie es nicht benutzen können in der Akhira. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wer aus einem Silbergefäß trinkt, in seinem Magen fließt das Höllenfeuer. Möge Allah uns davor bewahren. Das bedeutet also, Gold- und Silbergefäße dürfen nicht verwendet werden für Essen und Trinken. Dazu gilt also, ob das ein Teller ist, ob das eine Tasse ist, ob das ein Messer ist, eine Gabel ist, ein Löffel. Alles, was du benutzt zum Essen oder zum Trinken, soll nicht aus Gold bzw. aus Silber sein.
Was ist, wenn es nicht Gold ist, aber es ist eine Farbe? Also es wurde vergoldet im Sinne von, es wurde nicht in Gold eingetaucht, nicht tatsächliches Gold, sondern es ist nur die Farbe, dann ist es erlaubt. Es ist ja nicht tatsächlich Gold. Das gleiche gilt für Silber, wenn es eine Silberfarbe ist, aber es ist nicht tatsächlich Silber. Sollte es aber aus purem Gold sein oder in Gold eingetaucht, dann darf man es weder fürs Essen noch fürs Trinken verwenden. Eine Ausnahme ist, wenn man ein Gefäß hat und dieses Gefäß ist an irgendeiner Stelle kaputt, es ist irgendwo ein Riss und man möchte diesen Riss nun reparieren, dann darf man wenig Silber dafür benutzen. Denn diese Edelmetalle rosten nicht und so weiter, deswegen sind sie ja besonders. Das heißt, es gibt hier drei Voraussetzungen, damit man Silber für Gefäße benutzen darf. Erstens, ein Gefäß, was nicht aus Silber ist, ist irgendwie kaputt. Zweitens, also es gibt einen Grund. Zweitens, man benutzt Silber und nicht Gold. Drittens, es muss wenig sein, nicht dass die Hälfte der Tasse jetzt aus Silber besteht. Also zum Beispiel, du hast ein Krug und da ist irgendwo ein Riss und dann willst du es dann dicht machen, ja, dieses Loch oder diesen Riss mit wenig Silber, das ist erlaubt. Ebenso ist erlaubt, wenn man Gold oder Silber benutzt für medizinische Zwecke. Ja, wir kennen das heute zum Beispiel bei Zähnen und zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es einen Sahabi, der seine Nase war gebrochen, ja, also war weg und er hatte versucht, dann aus Metall etwas zu machen. Das ging natürlich nicht, das verrostet und so weiter. Und deswegen durfte er dann diese Nase eben aus diesem Edelmetall herstellen. Das sind Ausnahmen. Das heißt, wenn man einen Goldzahn bekommt oder irgendetwas anderes mit Gold oder Silber aus medizinischen Gründen, dann ist das erlaubt. Dieses gilt für Männer wie für Frauen. Also dieses Verbot, Gold und Silber zu benutzen beim Essen und Trinken, gilt für Männer wie für Frauen. Jetzt ist die Frage bei den Gelehrten, gilt dieses Verbot nur für Essen und Trinken oder für irgendeine andere Nutzung von Gold und Silber? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte was? Er sagte, trinkt nicht daraus, aus diesen Gefäßen, aus Gold und Silber und esst nicht daraus. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich nicht ein Gefäß habe zum Essen und Trinken, sondern einfach nur zur Verzierung habe ich es im Schrank. Hier sagen die meisten Gelehrten, das ist auch verboten. Das ist nicht erlaubt. Warum? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ja hier nur Essen und Trinken erwähnt. Sie sagen, das ist ein Beispiel. Also Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat einen Fall erwähnt und es gibt noch viele weitere Fälle. Das nennt man auf Arabisch Kharaja Makhraj al-Ghalib. Also es geht hier um die meisten verwendete Art. Wann benutzt man Gold- und Silbergefäße für Trinken oder Essen? Aber das heißt nicht, dass andere Nutzungen erlaubt seien. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala widerspricht dieser Ansicht. Er sagt, nein, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat nur das Essen und Trinken erwähnt. Und wäre was anderes verboten, hätte er es erwähnt. Und wie wir immer sagen, bei Meinungsunterschieden der Gelehrten, gilt, folge jenem Gelehrten, von dem du dein Wissen nimmst. Folge jenem Großgelehrten, von dem du dein Wissen nimmst. Folgst du Sheikh ibn Uthaymin, dann kannst du Gold- und Silbergefäße für etwas anderes benutzen. Folgst du Sheikh ibn Baz zum Beispiel, rahimahullah ta'ala, dann kannst du es nicht benutzen. Folgst du irgendeinem der offiziellen Ansicht eines Madhabs,
in dem erwähnt wird, das darf man nicht benutzen, egal ob es Essen und Trinken ist oder was anderes, dann hältst du dich eben daran. Also bei Meinungsunterschieden immer wieder die Ansicht dessen, des Gelehrten folgen, von dem du eben dein Wissen nimmst. Hier kommen wir zur Frage, was ist mit Gefäßen aus anderen Materialien? Und auch hier, also zum Beispiel aus Holz, das ist natürlich erlaubt, ja, oder aus Metall, aus Porzellan, diese Gefäße kann man benutzen. Wichtig ist natürlich, wenn man solche Gefäße benutzt, die so aussehen wie Gold, dann sollte man das nicht machen aus Hochmut. Aus Gold darf es ja nicht sein. Ja? Aber es gibt ja Löffel und Gabel und was weiß ich, Strohhalme und so weiter und so fort, die sehen aus wie aus Gold. Erstens, sie dürfen ja gar nicht aus Gold sein. Aber wenn wir mal davon ausgehen, es ist tatsächlich kein Gold, es sieht aber so aus wie Gold, dann darfst du das nicht machen aus Hochmut. Und du willst so leben wie jemand, der aus Gold ist. Und wer aus dem Goldlöffel, Goldteller, Goldtasse, Goldkrug und so weiter und so fort isst oder trinkt, der wird es nicht im Paradies bekommen, wie es die Ansicht einiger Gelehrten ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer es in der Dunya benutzt, der bekommt es nicht Yawm al-Qiyamah. Heißt was? Das heißt, im Paradies, du bist zwar im Paradies, aber du kriegst keine Gold- und Silbergefäße zum Trinken. Oder wer Alkohol getrunken hat in der Dunya, natürlich vorausgesetzt, man hat es nicht bereut. Wer bereut, das war's. Dann, die Sünden sind dann getilgt. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Aber es geht um jenen, der es nicht bereut hat. Er ist zwar Muslim, aber er hat Alkohol getrunken. Er hat aus Goldgefäßen getrunken, gegessen. Dann gilt, dass er im Paradies kein Alkohol trinken wird oder eben nicht aus Gold- oder Silbergefäßen trinkt. Für Männer zum Beispiel, die Seide angezogen haben, ohne Grund. Ja, wer Hautprobleme hat, der darf als Mann auch Seide anziehen, wenn es keinen anderen Stoff gibt, was er ertragen kann. Frauen dürfen natürlich Seide tragen. Auf jeden Fall, wenn ein Muslim Seide getragen hat, dann wird er im Paradies keine Seide tragen. Das ist eine Ansicht der Gelehrten, dass sie sagen, selbst ein Muslim, der das tut und es nicht bereut hat, wird im Paradies eben solche Aspekte dann nicht bekommen. Der nächste wichtige Aspekt bei den Gefäßen ist Gefäße aus Leder. Und da, das hier gilt auch natürlich die Frage, was ist mit Kleidung aus Leder oder Ledertaschen? Ja, eine Tasche aus Leder oder eine Uhr aus Leder. Hier müssen wir lernen, was sind die Gebote von Leder. Und Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, jedes Fell oder jede Haut von Tierhaut, welches gegerbt wird, ist rein. Also, jede Haut von einem Tier, welches gegerbt wurde, ist rein. Das Gerben ist das Reinigen, Säubern der Tierhaut. Früher, und vielleicht gibt es auch in einigen Ländern dies immer noch, hat man das getan, indem man sehr viel Salz benutzt. Ja, also deshalb besonders bei Eid al-Adha, nachdem man das Tier geschächtet hat und man hat die Haut abgezogen. So, und dann streut man über diese Haut Salz, ja, und reinigt es damit. Heutzutage gibt es natürlich auch andere Mittel, um Haut zu reinigen. Und das nennt man Gerben. Ein Gerber ist jemand, dessen Beruf ist, die Tierhaut zu reinigen und dann, um es dann weiter als Leder zu verarbeiten. Also Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat erklärt, dass das Gerben dafür sorgt, dass diese Haut rein ist. Und Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam sah einmal ein Schaf, was verendet war, gestorben ist, also nicht geschächtet wurde. Und er sagte zu den Sahaba, radiallahu anhum, warum nehmt ihr nicht die Haut und gerbt es, sodass ihr es nutzen könnt? Da sagten sie, o Gesandte Allahs, es ist Kadaver, verendet, also es wurde nicht geschächtet. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, verboten
ist es zu verzehren. Also nur das ist verboten. Die Haut zu nutzen, das ist nicht verboten. Vorausgesetzt, es wird gegerbt und gereinigt. Und deswegen gibt es hier folgende Fälle, die wir unterscheiden müssen. Es gibt Tiere, die wir essen dürfen. Schafe, Ziegen, Kühe, Kamele, Pferde, nach Ansicht vieler Gelehrte. Diese Tiere, deren Verzehr halal ist, wenn sie geschächtet wurde natürlich, diese müssen nicht gegerbt werden. Warum? Weil sie wurden ja geschächtet. Die Schächtung selbst, das führt dazu, dass diese Haut rein geworden ist. Natürlich darf man es gerben, also viele machen es. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, du hast jetzt nichts anderes gefunden, ja, und du hast diese Haut von einem Tier, das wurde geschächtet, islamisch, und die Haut wurde abgezogen. So, und darfst du dieses Fell jetzt, dieses Leder, darfst du das jetzt benutzen? Ja, du darfst es benutzen, selbst wenn es noch nicht gegerbt ist. Wenn wir Tiere haben, deren Verzehr uns erlaubt ist und sie wurden nicht geschächtet, ja, ist einfach alleine gestorben, dieses Tier, dann muss es gegerbt werden, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Ohne Gerben ist diese Haut, dieses Leder nicht rein und ich darf es nicht benutzen, also ich darf es nicht anziehen. Wenn es ein Tier ist, dessen Verzehr haram ist, dann bringt das Gerben auch nichts. Das heißt, Schweineleder, egal wie oft es gereinigt wurde, man darf Schweineleder nicht tragen. Und das bedeutet also, Jacken oder Taschen oder Uhren, ist ja egal, was wo Leder drin steckt. Und es ist aus Schwein, ist grundsätzlich Najis, also unrein. Das darfst du nicht tragen, darin darfst du auch nicht beten. Das Gebet wäre ungültig. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Frau eine Ledertasche hat und sie betet jetzt. Oder jemand hat ein Lederportemonnaie. Und dieses Lederportemonnaie ist aus Schweineleder, dann ist das Gebet ungültig. Warum? Weil du mit einer Unreinheit gebetet hast. Und die Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets ist, dass man den Zustand der Unreinheit aufgehoben hat. Also du hast Wudu gemacht. Zweitens, dass keine Unreinheit am Körper ist. Und drittens, dass keine Unreinheit am Ort ist, wo du betest. Ja, also die Stelle, wo du betest, muss rein sein. Wenn du jetzt aber Schweineleder hast, dann ist das Gebet ungültig. Ebenso dürfen wir kein Leder benutzen von Tieren, die wir nicht verzehren dürfen, wie Krokodile, Löwen und so weiter und so fort. Diese Sachen dürfen wir nicht als Leder verzehren, weil das Raubtiere sind. Ja? Bei Krokodil gibt es zwar also unterschiedliche Ansichten, auf jeden Fall, aber man kann grob sich merken, Tiere, die Raubtiere sind, also sie verzehren Fleisch, ja, sind nicht erlaubt, außer es sind Meerestiere. Es sind Meerestiere, die hauptsächlich im Meer leben, aber inshallah ta'ala, was man verzehren darf und nicht verzehren darf, das werden wir dann extra inshallah behandeln, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es uns erlaubt. Also noch einmal, wenn du also eine Tasche kaufen möchtest oder ein Schuh oder es ist ja egal, irgendwas mit Leder, dann achte darauf, dass es kein Schweineleder ist. Ist es Rind, dann ist auch nicht die Frage, wurde dieses Tier islamkonform geschächtet oder nicht. Das spielt keine Rolle. Warum? Ja, weil das Leder schon gereinigt wurde. Also es gibt keine Firma, die Schuhe herstellt oder Jacken oder Taschen, die nicht gereinigtes, nicht gegerbtes Leder verwendet. Also können wir getrost Rindleder benutzen bei den Jacken. Der nächste Aspekt ist bei den Gefäßen, was ist mit Gefäßen von Nicht-Muslimen? Die Gefäße von Nicht-Muslimen sind grundsätzlich erlaubt, außer wenn dieses Gefäß nicht gereinigt wurde. Also stellen wir uns vor, da ist eine Pfanne, ein Topf, ein Teller und da wurde Schwein gegessen und es wurde nicht gereinigt. Dann natürlich darfst du das nicht essen.
sondern du musst es erstmal reinigen. Aber wenn dieser Teller gereinigt wurde, diese Pfanne und so weiter, dann darfst du essen. Und man muss beachten, dass früher gab es ja kein Porzellan. Also die meisten Gefäße waren zum Beispiel aus Holz. Und Holz, also so gut du es auch reinigen magst, wird es nicht so sauber wie zum Beispiel Porzellan. Und doch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erlaubt, aus den Gefäßen der Nichtmuslime zu essen. So haben die Sahaba Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gefragt: O Gesandter Allahs, wir gehen zu Leuten der Schrift, also wenn wir verreisen, zum Beispiel Handelsreisen, sollen wir aus ihren Gefäßen essen oder dürfen wir aus ihren Gefäßen essen? Da sagte er alaihi salatu wassalam: Esst nicht daraus, außer wenn ihr nichts anderes findet, dann wascht diese Gefäße und esst daraus. Also wenn du natürlich ein anderes Gefäß hast, bitteschön. Ja. Also viele stellen dann die Frage, was ist, ich habe mir so einen Grillplatz gemietet, ja, und ich möchte grillen. Ja, das Gleiche, du versuchst diesen Grillplatz zu reinigen, so gut es geht, und dann kannst du darauf grillen. Die Behauptung, es reiche aus, wenn Feuer da ist, das reicht nicht aus. Also Feuer ist nicht ausreichend zur Reinigung. Du musst schon ein bisschen reinigen, ja, so gut es geht. Also du musst jetzt nicht mit dem Mikroskop und jede Schweinefettzelle da untersuchen, also, sondern so gut es geht eben. Es gibt ja diese Metallbürsten und so weiter. Da kennen sich die Grillmeister aus. Auf jeden Fall, man versucht diesen Grillplatz dann so gut es geht zu reinigen und zu säubern, um danach sein Fleisch draufzustellen. Und natürlich ist es vielleicht besser, wenn man so Grillblech oder sowas ähnliches benutzt. Das wäre dann vielleicht umso besser. Auf jeden Fall, aber man darf jetzt es auch nicht übertreiben, ja, mit seiner Vorsicht. Denn noch einmal, die Sahabe durften aus diesen Gefäßen der Nichtmuslime damals, der Christen und so weiter oder Juden essen, wobei es nicht Bleichmittel gab und Allahu a'lam, was für ein Spülmittel, wie es heutzutage der Fall ist, und trotzdem konnten sie daraus essen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar mit dem Verrichten der Notdurft. Also das nächste Unterkapitel im Fiqh lautet das Verrichten der Notdurft. Und hier gibt es bestimmte Benimmregeln im Islam. Und zwar, wenn man seine Notdurft verrichten möchte, dann gilt, dass man zu diesem Ort geht, dem Abort, also zum Ort, wo man seine Notdurft verrichtet. Und früher gab es natürlich zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam keine Toiletten, sondern was hat man gemacht? Man ist ganz, ganz weit gegangen, sodass man nicht mehr gesehen wird. Und ihr kennt ja die Geschichte von Aisha radiallahu anha, als sie eines Tages mit der Karawane des Propheten sallallahu alaihi wasallam war und sie musste eben ihre Notdurft verrichten, dann ist sie ganz, ganz weit weg, und da hat sie ja ihre Kette verloren. Und als sie zurückgegangen ist, hat sie gemerkt, dass sie ihre Kette dort gelassen hat. Also ist sie nochmal hin, und die Leute dachten, sie ist schon zurück. Und deswegen ist die Karawane los. Und dann kam sie ja mit dem Gefährten zurück nach Medina, und dann ging es los mit dieser Unterstellung, sie sei fremdgegangen, radiallahu anha. Auf jeden Fall. Also, früher gab es keine Toiletten, sondern man ist so weit wie möglich gegangen, um seine Notdurft zu verrichten, sodass man die Leute nicht mehr sehen kann. Also sehen die Leute einen selbst auch nicht. Heutzutage gibt es ja, alhamdulillah, die Toiletten, aber trotzdem kann es mal der Fall sein, dass man nicht in einem Gebäude ist oder auf einer Toilette ist, sondern im Freien, und hier soll man trotzdem diese Gebote lernen. Und zwar erstens, dass man nicht Richtung Qibla und auch nicht mit dem Rücken zur Qibla seine Notdurft verrichten darf. Das heißt, sagen wir mal, du wanderst im Wald oder Allahu a'lam, wo du bist. Bist mitten in der Wüste, ist egal wo. Auf jeden Fall, und man muss jetzt die
Notdurft verrichten. Das gilt für Männer sowie für Frauen. Natürlich weg von den Blicken, sodass kein Mensch dich sehen kann. Aber jetzt gilt, du musst darauf achten, dass du weder mit dem Gesicht Richtung Qibla stehst, noch mit dem Rücken Richtung Qibla stehst, sondern seitlich. Die Qibla ist im Südosten. Also weder mit dem Gesicht Richtung Südosten, noch mit dem Rücken Richtung Südosten. Ich weiß nicht, wo die Qibla ist. Okay, dann guck, versuch, ja, ob du die Sonne siehst zum Beispiel. Die Sonne geht ja im Osten auf und im Westen geht sie runter. Dann kannst du ungefähr wissen, okay, da ist Osten, hier ist Westen. Ja, und dann könntest du theoretisch die Gebetsrichtung abschätzen. Nee, ich weiß nicht, der Wald ist, ich bin im Urwald und da gibt's, ich sehe die Sonne nicht. Okay, wenn du es nicht weißt, dann ist kein Problem. Aber wenn du es wüsstest, wenn du wüsstest, ja, die Autobahn AXY, ja, ist Richtung Norden, und also von Norden nach Süden, dann weißt du ja auch, wo Norden und Süden ist, und du bist irgendwo jetzt raus in den Wald, um die Notdurft zu verrichten, dann gilt, achte darauf, weder mit dem Gesicht noch mit dem Rücken Richtung Kaaba die Notdurft zu verrichten. Was ist mit Gebäuden? Hier gibt es zwei Ansichten. Die einen sagen, auch im Gebäude sollst du weder mit dem Gesicht noch mit dem Rücken zur Kaaba die Notdurft verrichten. Andere sagen, nein, im Gebäude gilt das nicht, denn es wurde überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Notdurft verrichtet hat und er war mit dem Vorderkörper, also mit dem Gesicht, Richtung Qibla. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, versuchte nun, diese Ansichten zu vereinen, diese Überlieferung. Zum einen, du sollst nicht Richtung Kaaba, weder mit Gesicht Richtung Kaaba, noch mit Rücken Richtung Kaaba, aber auf der anderen Seite die Handlung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er mit dem Gesicht Richtung Kaaba die Notdurft verrichtet hat, aber in einem Gebäude. Also sagt er, im Gebäude ist es verboten, mit dem Rücken zur Qibla die Notdurft zu verrichten. Denn mit dem Gesicht zur Qibla ist es erlaubt. Warum erlaubt? Rasul sallallahu alaihi wasallam, von ihm wurde überliefert, dass er das getan hat, alaihi salatu wasallam. Wie dem auch sei, viele sagen, im Gebäude ist es nicht so schlimm. Ja? Wenn du natürlich ein Haus bauen solltest, dann achte darauf, dass dass die Toilette so eben ist, dass es nicht Richtung Qibla gebaut wird. Dann gilt, wenn man die Notdurft verrichten möchte, dass man mit dem linken Fuß auf die Toilette geht. Also die Toilette betritt mit dem linken Fuß. Wie macht man das im Freien? Also früher gab es ja keine Toiletten. Also es war ja jetzt nicht so, dass man die Tür aufmacht, ja, und dann ist man irgendwo reingegangen. Sondern, was ist der Ort, an dem man die Notdurft verrichtet? Eben der Ort, wo man sich hinsetzen wird zum Verrichten der Notdurft. Das heißt, wenn du im Wald bist, ja, in der Wüste bist, wo du auch immer bist, ja, im Freien, natürlich fernab von den Blicken der Menschen, dann machst du deine Schritte, hast deinen Ort gefunden, so, und jetzt linker Schritt nach vorne, wo, und jetzt setzt du dich hin und verrichtest die Notdurft. Da ist ja keine Tür, die man aufmacht und man geht da rein. Und wenn man fertig ist mit der Notdurft, man hat sich gereinigt, man steht auf, so, was macht man jetzt? Mit rechtem Fuß zuerst. Bei Gebäuden gilt natürlich, dass man also du machst die Tür auf von der Toilette und dann mit dem linken Fuß zuerst rein, mit dem rechten Fuß raus. Und beim Eintritt sagt man, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi. Oder auch Khubuthi, beides kann man sagen, entweder Khub oder Khubu. Khubuthi wal Khaba'ith. Al-Khubuthi oder Al-Khubuth wal Khaba'ith, einige sagen, das bedeutet also, ich suche Zuflucht bei Allah vor den männlichen und auch den weiblichen Shayatin. Denn
Die Orte der Verrichtung der Notdurft sind Versammlungsorte der Shayatin. Die Shayatin versammeln sich auch dort und wenn du diesen Dhikr sagst, sehen die dich nicht mehr. Also wenn man sich dann entblößt, um die Notdurft zu verrichten, können die Djinn diesen Menschen nicht sehen. Und deswegen allgemein, wenn du deine Kleider wechselst oder aussiehst, sag erst einmal Bismillah, bevor man sich aussieht. Warum? Das ist sehr wichtig. Nicht, dass ein Djinn dich sieht und dann dich trifft. Ja? Also zum Beispiel, es gibt ja verschiedene, es gibt Djinn, die verlieben sich in Frauen oder eben weibliche Djinn verlieben sich in Männer. Sowas gibt es. Ja? Und deswegen, um sich vor den Djinn zu beschützen, soll man immer Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Dass man immer Allah erwähnt, wenn du dich ausziehst, umziehst, immer zuerst Bismillah und dann sich umziehen. Das gilt für Männer genauso wie für Frauen. Dann auf der Toilette soll man nur so lange bleiben wie nötig und nicht unnötig dort verweilen und auch sich nicht beschäftigen mit irgendeiner Sache. Ja? Heutzutage zum Beispiel, dass man dann mit dem Handy auf der Toilette ist und so weiter und so fort, sondern dass man so zügig wie möglich die Toilette verlässt. Warum? Also das ist ein Ort der Shayatin. Ja? Und wenn du dort drin bist, dann nur, weil es eben nötig ist. Auf der Toilette darf man auch nicht Allah erwähnen. Und deswegen, besonders diejenigen, du bist auf der Toilette, hast dein Handy dabei in der Tasche oder so. Es gibt Leute, die haben Adhan-Apps oder Klingelton ist Adhan oder eine Ayah oder ein Nasheed mit Allah oder Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und das soll man vermeiden. Das heißt, entweder du erinnerst dich jedes Mal, bevor du auf die Toilette gehst, dein Handy auszuschalten, damit kein Adhan ertönt oder dein Klingelton nicht ertönt und so weiter. Ansonsten, oh, ich habe es vergessen, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, das dritte Mal vergessen, ja dann weg mit dieser App. Wenn du jemand bist, der das immer vergisst, dann kannst du diese App nicht haben. Also nicht mit Dhikrullah auf die Toilette. Die Ulama haben natürlich diskutiert, was ist, wenn ich mein Mushaf dabei habe, aus Papier also. Die App, die Koran-App im Handy, gilt nicht als Buch. Es ist zwar Koran, was du lesen kannst, aber es hat nicht die gleichen Gebote wie auf Papier. Weil das sind ja digitale Sachen, ja, Programmiersprachen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es nicht so wie auf Papier. Auf jeden Fall, die Ulama haben sich die Frage gestellt, was ist, wenn jemand sein Mushaf, sein Koranexemplar aus Papier dabei hat und er muss jetzt auf die Toilette. Dann gilt, er möge es draußen lassen, wenn er denkt, es wird nicht geklaut. Wenn er aber denkt, es könnte geklaut werden, besonders zum Beispiel von Leuten, die den Islam hassen und es wird dann in den Müll geworfen oder sowas ähnliches, dann soll er es mitnehmen. Hier gilt auch, dass man Ringe nicht mit Dhikrullah verzieren soll und dann auf die Toilette gehen soll. Natürlich, Rasul alayhi salatu wassalam hatte einen Ring, auf dem steht Muhammadun Rasulu Allah. Aber er hat ihn immer ausgezogen, wenn er auf der Toilette war, alayhi salatu wassalam, also beim Verrichten der Notdurft. So, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel eine Kette hat, ja, und dann steht Masha Allah drauf oder sowas. Erstens, sowas soll man nicht machen. Masha Allah ist kein Schmuck, sondern ein Dhikr, den du sagen sollst. Oder eine Ayah. Einige tragen Ayatul Kursi. Oder Al-Fatiha. Oder Allahu A'lam, irgendwas. Sowas soll man nicht machen. Also Männer sollen sowieso keine Ketten tragen. Ja, also Ketten, Schmuck ist nur für Frauen. Außer ein Ring. Mehr darf ein Mann nicht tragen. Auch ein Junge nicht. Ja, also für alle Mütter auch. Du darfst deinem Sohn nicht einen Armreifen oder Armkette oder natürlich auch erst recht nicht Halskette oder sowas ähnliches tragen lassen. Auch keine Amuletten, ja, mit Ayatul Kursi oder sowas ähnliches. Einige legen diese kleinen Korane oder Ayatul Kursi unter dem Kissen, wenn das Baby schläft. Das hat alles mit dem Islam nichts zu tun. Al-Quran wurde nicht offenbart,
damit wir ihn am Hals tragen, sondern damit wir ihn im Herzen tragen, damit wir ihn im Leben tragen, also übertragen in praktische Aspekte. Also beim Schmuck, ja, oder bei Ringen, ja, dann wird ja eingraviert, ja, zum Beispiel der Name, und dein Mann heißt jetzt zum Abdullah. Ja, das ist nicht gut an diesem Ring. Oder ziehst du deinen Ring jedes Mal aus? Erst recht soll man diese Sachen nicht machen, diese Namen. Wenn du denkst, dann sind wir unzertrennlich. Das ist ja dann Aberglaube, was nicht erlaubt ist. Ja, wenn du einfach es so gemacht hast, ohne diesen Aberglauben, bitteschön, aber... Wobei das auch eine Grauzone ist, ob das nicht eine Nachahmung von Nicht-Muslimen ist. Aber auf jeden Fall sollte der Name irgendwie den Wort, also Allah, irgendwo vorhanden sein, dann musst du da aufpassen, dass du nicht damit auf die Toilette gehst. Und wenn das aus Gold ist, wirst du nicht bestimmt, wenn du auf der Reise bist und du bist an einer Raststätte, was machst du jetzt? Gut, du kannst es im Auto lassen. Auf jeden Fall, damit das Leben nicht so kompliziert ist, solche Sachen am besten unterlassen. Ja? Deinen Ehemann kannst du seinen Namen in Ehren tragen, inshallah ta'ala, durch guten Umgang, aber das Eingravieren und so ist jetzt nicht etwas, was man machen sollte. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Dann gilt natürlich, dass man sich reinigen soll. Und hier gibt es drei verschiedene Stufen. Einmal nur mit Toilettenpapier, früher Steine. Und das nennt man Istijmar. Also man reinigte sich früher, indem man Steine verwendet hat. Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man Minimum drei Steine benutzen soll. Heißt heutzutage dreimal mit Toilettenpapier. Das ist Minimum. Wenn es nicht ausreicht, dann bitte ungerade Zahl erweitern. Also dreimal hat nicht ausgereicht, dann fünf. Hat nicht ausgereicht, sieben. Hat nicht ausgereicht, neun. Also man soll hier Witr, also ungerade Zahl an Wiederholungen verwenden. Das würde ausreichen, wenn die Unreinheit vollkommen beseitigt wurde. Wenn man dann sieht, okay, die Unreinheit ist nicht mehr da. Besser ist es natürlich, dass man zusätzlich Wasser benutzt. Das ist keine Voraussetzung, aber es ist besser. Was ist, wenn man nur Wasser benutzt? Das ist auch sehr gut. Es ist besser, als nur Toilettenpapier zu benutzen. Also wenn wir die Reihenfolge haben, was ist das Allerbeste? Toilettenpapier plus Wasser. Dann eine Stufe tiefer, nur Wasser. Dann eine Stufe tiefer, nur Toilettenpapier. Und das ist wichtig zu lernen, weil manchmal findest du vielleicht kein Wasser. Was machst du jetzt? Kannst du jetzt beten? Du hast dich gereinigt, Alhamdulillah, die Unreinheit ist weg. Kannst du jetzt beten? Ja, du darfst beten. Nicht, dass du denkst, du bist unrein. Nein, du hast dich gereinigt mit Toilettenpapier, die Unreinheit ist weg, Alhamdulillah, du kannst also jetzt beten. Und so war es bei den Sahaba, radiyallahu anhum wa arbahum. Dann beim Verrichten der Notdurft gilt, man soll nicht unnötig reden. Ja, also auf der Toilette. Also außer es muss sein. Ja, dein Kind ruft, Mama, Mama, wo bist du? Dann kannst du sagen, ich bin auf der Toilette zum Beispiel. Ja. Aber jetzt unnötig zu reden, soll man nicht. Warum? Weil einige Gelehrte sagen, die Engel treten ja nicht mit dir ein. Die Engel treten nicht ein in Orte der Unreinheit. So, wenn du jetzt aber sprichst oder wenn du etwas tust, ja, dann müssen sie ja eintreten, um es aufzuschreiben. Ja? Und deswegen sagen einige Gelehrte, sollst du nicht reden auf der Toilette. Also allgemein soll man nicht auf der Toilette reden, sondern schweigen. Nur wenn es eben sein muss, darf man auf der Toilette reden. Früher gab es noch andere Materialien, die man benutzt hat, sich zu reinigen, zum Beispiel Knochen. Ja? Also es gab ja noch einmal kein Papier, wie es heutzutage ist. Und da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass man keine Knochen verwenden darf, denn die Knochen sind Nahrung der Dschinn.
Also der Islam hat nicht nur die Menschenrechte und die Umweltrechte und die Tierrechte beachtet, selbst die Dschinnrechte. Ja, dass du die Nahrung der Dschinn nicht verunreinigen sollst. Ja. Denn unter den Dschinn gibt es Gläubige, gibt es Tugendhafte, Rechtschaffene, die an Allah glauben und an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam glauben. Und was ist deren Nahrung? Diese Knochenreste. Das heißt, heutzutage wird ja wohl kaum jemand Knochen benutzen. Allahu a'lam, also bei all diesen Kriegen, ja, und bei all diesen Naturkatastrophen, die man sieht und so weiter. Allahu a'lam, möge Allah uns bewahren. Aber es ist nicht verwunderlich, wenn du irgendwo bist und dann hast du wirklich nichts anderes als irgend so Knochen oder Allahu a'lam, dann hast du eben gelernt, wie man die Notdurft verrichtet. Natürlich darf man auch nicht die Notdurft auf dem Weg verrichten, ja, wo die Menschen rumlaufen. Ja. Es gehört sich auch nicht, die Notdurft zu verrichten an Bäumen, die Früchte tragen. Unter einem Apfelbaum, unter einer Palme, Dattelpalme, Kokospalme, unter einem Birnenbaum. Warum? Ja, diese Frucht wird runterfallen und dann werden sich die Menschen ekeln, von diesem Baum zu essen. Und deswegen soll man sich davor hüten, dieses zu tun. Ebenso gehört es sich nicht, dass man im Stehen die Notdurft verrichtet, sondern im Sitzen. Es wurde zwar überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen die Notdurft verrichtet hat, aber trotzdem ist es angebracht, sich hinzusetzen bei den Männern und nicht im Stehen die Notdurft zu verrichten. Na, das sind dann einige Aspekte bei dem Verrichten der Notdurft und inshallah ta'ala kommen wir das nächste Mal zum Thema die Sunan al-Fitra, also die Angelegenheiten der natürlichen Veranlagung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer mehr Wissen über seine Religion bescheren. Möge Allah unser Inneres reinen, so wie wir auch unser Äußeres reinen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehr gut.